Drücken Sie 1, um eine Nummer zu geben. Wir können uns nachts anrufen, Kollegen. Zu gegen 24 Uhr meinetwegen. Durch überall die Nerven sägen auf Regen. Und selbst wenn du meinst, dass du es dumm erscheinst, weil du vollkommen erweist, wie die Nummer 1 an hart schlägen. Nützt ja nichts, wie wir zu sagen pflegen. Wir leiden nicht gerne unser Ohr, wenn er verstört. Halte mich bitte nicht für dämlich, doch ich bin echt erstaunt. Die Leute lächeln so wenig und sind oft schlecht gelaunt. Dann wird es Zeit für den Sound der Jungs, die schon mal vor ihrer Schullaufbahn cool drauf waren. Passt mal auf, hört mal zu, ich hab an euch einen Haufen Fragen. Warum seid ihr so hektisch, wie elektrisch aufgeladen? Warum kennt man mich mit dem Charme wie Süßbahn? Und ich kennt man so nicht, nur mit dem Gesicht wie ein Grießkram. Ihr seid nervös, ich bin locker und gelöst. Ich bin schon beim fiesen Gruselschocker eingewöhnt. Ich red nicht vom Problem, sondern von jenen, die nur so tun, als ob. Scheiß drauf, sonst dreht der Kreislauf durch wie Nula. Man sieht, wie der Kopf raucht, wenn man euch zuguckt. Ihr macht den obersten Knopf auf, denn steigt der Blutdruck. Und spricht euch dann jemand an, als ob ihr bescheuert wärt. Geht ihr plötzlich hoch wie ein Feuerwehr. Dabei müsst ihr nicht verkrampft sein. Schmiert einfach ein ganz klein bisschen Franz Brandt bei einer Feuertanzbein. Und wenn du trotz alledem nicht weiterkommst, ruf uns an. Wir leihen dir unsere Zeit umsonst. Wir können uns nachts anrufen. So gegen 24 Uhr meinetwegen. Durch überall die Nerven sägen auf Regen. Und selbst wenn du meinst, dass du es dummer scheinst, weil du vollkommen weinst, seh die Nummer 1 nach Ratschlägen. Nützt ja nichts, wie wir zu sagen pflegen. Wir leihen dich gerne unser Ohr, wenn er verstört. Du meinst, diese Welt ist eine muffige Gruppe voller Blutsauger. Du mäßt ständig in die Luft wie ein Hubschrauber. Persönlich glaube ich, ja, wutschnaubender Budenzauber. Ist nicht so besonders dufte für die Zuschauer. Unter uns Jungs, das sieht ja ein Blinder mit dem Krückstock. Du bist furchtbar aufgeregt wie kleine Kinder bei Hitchcock. Nicht, dass mir das Ganze das Geringste angeht. Nur manchmal hab ich halt Angst, du springst uns über die Klinge. Und hey, ich bin keiner, der in so einem Falle zu scherzen wagt. Nervös und schmerzgeplagt, solltest du dich mal fragen, wofür? Denn selbst deine Ärzte sagen, du riskierst einen Herzinfarkt. Graue Haare und ein Magengeschwür. Im Grunde ganz schön ungesund für so einen jungen Spott. Verwunderung macht die Runde wie die Kunde vom bunten Hund. Glücklicherweise gibt's da noch Typen, die schlechte Laune im Keim ersticken, wenn sie die Reime kicken. Wir haben den Flow von Mutti und Styles von Daddy. Kaum betreten wir den Raum, schon schneidet's Konfetti. Also ihr hau den ruhig auflegen, dann schön fallen lassen wie Kollege Tom Petty. Wir können uns nachts anrufen, gegen 24 Uhr meinetwegen. Durch überall die Nerven sägen auf Regen. Und selbst wenn du meinst, dass du es dumm erscheinst, weil du vollkommen weinst, wähl die Nummer 1 bei Ratschlägen. Nützt ja nichts, wie wir zu sagen pflegen. Wir leihen dich gerne unser Ohr, wenn er verstört. Forever or however you want it. Word, 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 word. Mon amour. Es wäre eine Lüge, würde ich behaupten, ich wäre nur eine Frohnatur. Doch schlecht gelaunte Miesepeter gibt es wahrlich zur Genüge. Es zählt die Zeit der Sonne nur, wenn ich mich vergnüge. Entschuldige mal, bist du von klein auf stressig und hitzig. Schließt mit dem falschen Bein auf, bist nie lässig und witzig. Dann würde das bestätigen, was ich schon immer dachte. Hey, Kollege, bleib mal sachte. Stichwort cool, du bist so seltsam, hölzern wie ein Stuhlbein. Weißt du nicht, wo der Hammer hängt, dann frag den Taylor von Tooltime. Ich hoffe, du kannst da noch mitkommen, du Choleriker. Das ist ne Sitcom aus Amerika. Jetzt mal ohne Faxen, du schießt mit Kanonen auf Spatz. Raufst dir die Haare, wir bleiben smart und werfen Drahtpfeile. Es stimmt schon, Personen mit Glatzen haben die schärferen Haarteile. Wir aber haben Nerven wie Drahtseile. So, das wäre dann wohl das Ende unseres kleinen Streifzugs. Hoffentlich begreifst du's. Ich bin bestimmt kein Leichtfuß wie der Herbert. Doch hab ich keine Zeit, mich über alles aufzuregen, was mich ärgert. Wir können uns nachts anrufen, Kollegen. Überall die Nerven sägen auf Regen. Und selbst wenn du meinst, dass du es nochmal scheinst, weil du vollkommen weinst, wähl die Nummer 1 nach Ratschlägen. Hört's ja nichts, wie wir zu sagen pflegen. Same procedure, just like it. Forever or however you want it. Word, word.